Ja, moin, mein Name ist Johannes Flöhr. Ich bin zwischen 20 und 30 Jahre alt. Ungefähr meine Hobbys sind Internet, Eskapismus und Zucker. Ich habe 7 Kilo Witze mitgebracht jetzt für euch. Und falls euch das interessiert, ich wohne jetzt in Hamburg, aber ich komme gebürtig aus Krefeld. Ein Ort, der für Begeisterungsstürme sorgt. Falls ihr das nicht kennt, falls einige sich fragen, wo ist das? Das liegt ungefähr bei Paris. Ich bin da aber nicht geboren. Geboren bin ich in einem Ort zwischen Krefeld und Mönchengladbach am Niederrhein. Geboren bin ich in einem kleinen, sagen wir mal, Dörfchen, dessen Name auch gleichzeitig ein Adjektiv ist. Geboren bin ich in Willich. Und das hat immerhin einen eigenen Wikipedia-Artikel. Und dort steht ein fantastischer Satz drin. Da steht der Satz drin, Willich ist eine eher funktionale Stadt ohne Sehenswürdigkeiten. Und das müsst ihr wissen, so, das ist mein Hintergrund. Man kann aber auch im Wikipedia-Artikel noch ein bisschen weiter runterscrollen. Und dann kommt man da zu den berühmten Söhnen und Töchtern der Stadt. Und da stehe ich drin. Da habe ich mich reingeschrieben. Ja, da habe ich mich reingeschrieben. Yes, ich bin berühmt. Trotzdem. Bisschen unangenehmer Applaus auch, aber ich nehme den mit, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ich bin natürlich trotzdem nervös, ne? Bei so Auftritten wie jetzt bin ich natürlich trotzdem nervös. Obwohl man so ein wahnsinnig berühmter Williger ist, ist man natürlich trotzdem nervös. Man kann ja was falsch machen auf der Bühne. Wenn ich jetzt hier was falsch mache, sehen das ja alle, die das hier gucken und so, ist ja total peinlich. Ich will euch keine Angst machen, aber auch ihr als Publikum könnt natürlich Fehler machen. Kann ja zum Beispiel sein, dass ihr an einer völlig falschen Stelle Szenenapplaus macht. Das wäre total unangenehm, ist jetzt euch vorhin schon passiert, aber ist okay für euch. Man kann mal Fehler machen, ne? Zum Beispiel ist das einem Kollegen neulich passiert. Der hat eine Veranstaltung moderiert in einer JVA, einer Justizvollzugsanstalt. Und ist da rausgekommen und hat die Leute im Publikum, nur Häftlinge, begrüßt mit dem Satz, Hallo, schön, dass ihr hier seid. Und vor sowas habe ich natürlich auch noch Angst, dass mir sowas passiert. Weil das ist natürlich ein gefährlicher Beruf. Ne? Hier so erzählen kann ja sein, dass ich irgendwas total Doofes sage. Das kann immer mal passieren. Deswegen habe ich auch damals, als ich an dem Punkt war, wo ich überlegen musste, was mache ich eigentlich beruflich, natürlich auch erstmal geguckt, was machen die Eltern. So. Vielleicht kann man sich ja darin orientieren. So, zum Beispiel mein Vater war Steuerberater. Und meine Mutter nicht. Und das fand ich nicht so interessant. Hab dann gesagt, ich mache jetzt lieber hier sowas. Ne? Wobei ich erst früher neben dem Witze erzählen noch ein anderes Hobby hatte. Ich bin so ein kleiner, neugieriger Typ. Ne? Ich stelle mir die ganze Zeit so Fragen. Und habe dann überlegt, man kann ja Philosoph werden. Das ist ein super, super Beruf. Ein europäischer Traditionsberuf. Man stellt sich irgendwie die ganze Zeit Fragen. Und dann sagt einer hier, toll nachgedacht. Hier hast du ein Leibbrot oder eine Butter oder sowas. Ne? Ich stelle mir einfach die ganze Zeit Fragen. Zum Beispiel habe ich mir immer die Frage gestellt, Putzerfische. Was machen eigentlich Putzerfische, die im Aquarium immer so an der Fensterscheibe rumkleben? Also Fische so... Was machen die eigentlich in der freien Natur? Schwimmen die durch den Ozean, suchen eine Fensterscheibe und sterben dann irgendwann total traurig und enttäuscht? Oder was ist mit Motten? Die fliegen halt mich hier so in die Lampen und so, finde ich irgendwie klasse. Aber wenn Motten doch Licht so toll finden, warum sind die dann nachtaktiv? Völlig bescheuerte Tiere. Oder was ich mich auch frage, Friedrich Merz. Warum? Weiß ich einfach nicht. So, oder Kabarett-Freaks im Publikum. Oder wo wir schon bei Politik sind, zum Beispiel frage ich mich auch, wie kann man 2022 noch so doof sein und die AfD wählen? Verstehe ich auch nicht. Und da müsst ihr jetzt nicht applaudieren so. Ich habe das jetzt nicht nur aus moralischen Gründen gesagt. Ich möchte euch das gerne erklären, so ein bisschen hinter die Kulissen führen. Wenn man als Künstlerin oder Künstler sich auf der Bühne von der AfD distanziert, bekommt man von der Antifa auf seine Gage 50 Euro obendrauf. Und die nehme ich natürlich mit, ich bin nicht bescheuert. 50 Euro, das regelt der Antifa-Tarifvertrag. Und 50 Euro, da kann ich in meine 8 Quadratmeter Wohnung in Hamburg im Dezember ein, zwei Tage heizen. Falls ihr euch fragt, hä, wie 8 Quadratmeter, ein, zwei Tage heizen, wie geht das? Die ist sehr gut geschnitten, die Wohnung. Also kann ich das, klappt schon. Oder was ich mich auch gefragt habe, wenn Super Mario kein Italiener gewesen wäre, sondern Deutscher, hieße er dann Toller Jochen? Oder Prima Klaus oder Cooler Till oder so? So, das war ein fantastischer Schlussgag. Ich möchte euch aber nicht mit diesem mäßigen Gag am Ende enden, sondern euch noch was Fantastisches zeigen. Und zwar möchte ich noch einen kleinen musikalischen Act euch präsentieren. Ich werde jetzt einen Song spielen, und zwar auf meiner Wange. Ihr dürft euch gerne, von euren Gebührengeldern, ihr dürft euch gerne eine Melodie wünschen, und die werde ich dann spielen. Popcorn von XLF, gerne. Und so weiter. Ich verkaufe nachher CDs. Vielen Dank. Das waren meine Witze. Johannes Flöhr. Dankeschön. Danke da. Danke Westkurve. Danke Ostkurve. Das war Johannes Flöhr. Vielen Dank. Dankeschön.